gemeinsam. Sie bestehen zum Teil aus Material, das leicht, aber sehr stabil ist. Einem sogenannten Faserkunststoffverbund. Genutzt wird dafür dieses Kohlenstofffasergewebe. Mehrlagig und mit Harz verbunden ist dieser Faserkunststoffverbund auch als Carbon bekannt. Geringes Gewicht und hohe Stabilität, das sind die Vorteile des Materials. Sein Nachteil, mit 100 Euro pro Kilogramm ist das Gewebe ziemlich teuer. Die Nachteile von Kohlenstofffasergeweben sind im Wesentlichen der hohe Preis. Und es muss jede Lage einzeln ausgeschnitten und aufgelegt werden, um ein Bauteil herzustellen. Die Studenten des Faserinstituts der Uni Bremen schneiden hier das Gewebe entsprechend dem künftigen Zweck des Bauteils zu. Hier soll zum Beispiel ein Snowboard entstehen. Um dessen notwendige Stabilität und Belastbarkeit zu erreichen, müssen die Gewebefasern eine ganz bestimmte Lage haben. Das hat jedoch zur Folge, dass beim Zuschneiden der einzelnen Lagen jede Menge Reste entstehen. Bis zu 20% Verschnitt fallen dabei bei der Verarbeitung an. Bisher wurde der einfach entsorgt. Die teuren Fasern der Gewebereste konnten nicht weiterverwendet werden. Ressourcen- und Geldverschwendung, dachte Henrik Dommes und entwickelte eine Lösung. Die Organofolie. Sie besteht aus recycelten Fasern der Gewebereste und einer Folie. Um aus den Recyclingfasern stabile Snowboards und anderes fertigen zu können, muss das Gewebe aufgetrennt werden. Das war bisher nur mit der Hand möglich. Diese Vibrationsanlage wurde in Zusammenarbeit mit der TU Clausthal entwickelt, um aus dem Recyclingmaterial Fasern für die Organofolie zu gewinnen. Sie trennt das Gewebe, ohne die Fasern dabei zu beschädigen. Damit ist sie das Herzstück des Recyclingverfahrens. Durch die Vibration lockert sich das Gewebe und hüpft quasi auf eine Reihe von Pinzetten zu. Hier etwas verlangsamt zu sehen. Die Pinzetten trennen die Gewebereste schonend voneinander. Denn nur unbeschädigt behalten die Fasern ihre Eigenschaften und können später wieder verarbeitet werden. Ebenfalls durch Rütteln der Anlage werden sie danach durch diese Förderrinnen geordnet. So geordnet sollen die Fasern auf die selbstklebende Folie wandern. Das klappt an der Versuchsanlage noch nicht ganz hundertprozentig, doch daran wird gearbeitet. Für den fertigen Verbundwerkstoff werden bis zu 8 Lagen Fasern und Folie versetzt übereinander gelegt. Im Thermopressverfahren wird mit Druck und Hitze daraus die fertige Organofolie. Diese kann dann wie Carbon verarbeitet werden. Dazu wird sie erhitzt und dann nach Bedarf geformt. Diese sogenannten Halbzeuge, die dabei entstehen, werden später weiterverarbeitet. Wird die Organofolie das Carbon ersetzen? Nein, also die Organofolie wird nicht alle Kohlenstofffasergewebe ersetzen. Wir haben ja hier ein Recyclingverfahren und wir haben dann dementsprechend gar nicht die Mengen. Zum anderen können wir aber auch gar nicht alle Bauteile herstellen, wie zum Beispiel Rohre. Die Uni Bremen hat das Verfahren zum Patent angemeldet und in 2 Jahren soll die Serienherstellung beginnen. So könnten in Zukunft manche Teile, die heute noch aus Carbon gefertigt sind, kostengünstiger aus Organofolie hergestellt werden. Der patentierte Recyclingstraßenbelag von Jörg Bredemeier hat sich bewährt. Wie geht es nun weiter? Ja, in Indien.